Es ist Sonntagmorgen, der Himmel ist trüb und ich stehe mutterseelenallein in einem Kreuzberger Hinterhof. Das wird sich aber gleich ändern, denn in wenigen Minuten beginnt der zweite Tag unseres Psycamps. Für das Psycamp hat uns das Co-op Coworking Space seine Räume zur Verfügung gestellt. Und was mir schon mal super gut gefällt, ist die Farbe im Treppenhaus. Hier gibt es Namensschildchen. Kaffee duftet schon. Ups, ist auch schon da. Das ist Thorsten. Thorsten hat das Psycamp auf die Beine gestellt. Was wird denn eigentlich hier diskutiert? Das sind alles Sessions, die zum Thema Wissenschaft im Netz stattfinden und eingebracht werden können. Aber was konkret diskutiert wird, können wir uns ja mal anschauen. Jetzt sehe ich hier, da sind teilweise Zettel übereinander. Hier ist eins fast verdeckt. Da drüben ist irgendwie nur eins in der Reihe. Hier sind zwei parallel. Irgendwie das Prinzip habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ja, also wir haben mehrere Räume, die wir in den Parallelsessions stattfinden können. Deswegen sind hier zum Beispiel die Zettel eben nebeneinander. Wir haben aber hier zum Beispiel zwei Themenvorschläge gehabt und da haben die beiden Moderatoren gemerkt, na, eigentlich gibt es da ziemlich große Überschneidungen, also lass uns doch einfach eine Session zusammen machen. Möchtest du uns mal ein paar konkrete Sessions vorstellen? Kann ich gerne machen. Also wir hatten gestern zum Beispiel das große Thema Wissenschaft im Video. Wir hatten auch das Thema Citizen Science, bei dem Bürgerforschungsprojekt vorgestellt wurde und Plattformen vorgestellt wurden. Für heute haben wir noch Slots frei, insofern treffen wir uns jetzt gleich, kommen alle zusammen und bringen hoffentlich nochmal neue Themen ein. Die ersten Teilnehmer sind eingetroffen. Fragen wir sie doch mal, was sie an einem Wochenende, am Morgen dazu motiviert, an einem Psycamp teilzunehmen und über Wissenschaft im Netz zu diskutieren. Na, ich mache Wissenschaftskommunikation, insofern ist das halt eine gute Gelegenheit, einfach mal Leute zu treffen, die man sonst nur von Twitter kennt, so ein bisschen Mini-Republika, aber der Kontakt ist halt viel enger und man kann einfach auch Themen einbringen, die einen selber interessieren, man ist nicht so ausgeliefert den Themen, die einem kredenzt werden. In erster Linie tatsächlich mit Leuten zu sprechen, Menschen kennenzulernen. Weil ich das sehr spannend finde, wie zukünftig Forschung über die sozialen Medien kommuniziert werden kann. Ich selber arbeite schon an der Schnittstelle, Forschung quasi an die Studenten oder an alle anderen auch zu kommunizieren. Und ich finde es einfach sehr spannend, welche Wege zukünftig Wissenschaftler auch haben werden. Weil es Wochenende ist und ich mich gerne mit den Themen auseinandersetze, die mich so privat interessieren. Und hier kann man auch noch die Leute dahinter treffen. Ich möchte mich gerne mit Leuten über Wissenschaftskommunikation austauschen, die das auch genauso für so ein spannendes Thema halten wie ich. Und ich glaube, das ist ein Psycamp, eine tolle Gelegenheit dafür ist, weil das am Wochenende stattfindet, wo alle mal sich ein bisschen Zeit nehmen und man mal ein bisschen rauskommt aus dem Alltag, um hier neue Ideen zu brainstormen. Dokumentiert wird das Psycamp übrigens über eine Art digitales Notebook. Da können alle Teilnehmer zeitgleich mitschreiben. Man sieht das auch so ein bisschen da oben und das könnt auch ihr nachlesen, nämlich hier. Was ist also hängen geblieben vom Psycamp, von zwei Tagen informellen Diskutieren über Wissenschaft im Netz? Sagt ihr es uns und schreibt es in die Kommentare, hier oder auf Facebook, damit wir es nächstes Jahr noch mit mehr Spaß und noch besser und toller machen können. Tschüss!